Hallo und herzlich willkommen zu Smoking Grams. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mal wieder ein Pfeifentabak-Video. Und zwar geht es heute um Hausmischungen. Ich hatte schon mal ein Video zu Hausmischungen gedreht und ja, bin mit dem Thema noch nicht so ganz weitergekommen bzw. schlüssig geworden und darum möchte ich heute ein Video dazu drehen und dann mal eure Meinungen würden mich da wirklich interessieren, aber später mehr. Ganz kurz zur Geschichte. Ich habe mir 2018 fünf Hausmischungen, eine Hausmischung gekauft und vier Proben dazu bekommen. Dann habe ich mir noch dieses hübsche Pfeifchen gegönnt. Und ich sage euch jetzt ganz bewusst nicht, von wem die Hausmischungen sind. Mir geht es da eher ums Allgemeine. Warum sage ich euch nicht, um welche Hausmischung es geht? Wer die hergestellt hat? Weil ich nicht jeder wirklich, nicht jeder hat mir gut gefallen. Also auf jeden Fall die Pfeife. Pfeife raucht sich richtig gut, ist richtig toll. Kommt wirklich mit einer tollen Verarbeitung daher und die Optik sowieso. Ich habe nur festgestellt für mich, dass ich mit den kurzen Formaten nicht so gut zurechtkomme. Ist aber eine rein persönliche Sache. Hergestellt worden ist die Pfeife von Faun. So viel dazu. Wer das andere Video gesehen hat, weiß eh schon, worüber ich spreche. Ja, macht aber nichts. Hausmischungen. Ich bin in den Tabakfachladen und habe gesagt, ich bin ein Freund von naturbelassenen Tabaken und ich möchte einen richtig guten aromatisierten Tabak, der mich von den Aromaten überzeugen weiß oder kann. Ja, und dann habe ich mich durch das ganze Regal durchriechen dürfen und an der Nase waren die alle wirklich wahnsinnig gut. Und da war einer besser als der andere. Und auf einen bin ich dann komplett hängen geblieben und habe, wie gesagt, noch vier Proben mitbekommen. Habe die Proben dann in so Mini-Gläschen umgefüllt. Ihr seht schon, da ist nicht mehr viel drin. Ein Teil ist schon in der Pfeife, der andere Teil ist verraucht. Und ja, von diesen vier Proben haben mich zwei im Geruch komplett überzeugt, aber im Geschmack nicht. Und das ist schon so meine erste Frage an die Community, wenn ihr zuschaut. Ist das immer so bei Hausmischungen? Ist euch das auch schon so passiert? Ist das generell so oder habe ich einfach nur Pech gehabt? In der Nase gigantisch und im Geschmack so ab dem dritten oder vierten Zug ist das Aroma komplett verschwunden. Ist das mit Aromaten generell ein Problem? Und das würde mich einfach interessieren. Heute habe ich die Hausmischung mit der Nummer 999, süß und vollreif. Ungepresster Virginia, granulierter Black Cavendish, süßer, vollreifer Tabak, sehr mild in Rauch. Und da steht jetzt nicht dabei, dass sie aromatisiert ist. Bei den anderen steht dann Bourbon, Whisky, Vanille, Kirsche, Mandelzimt, Orangen, Karamell. Bei einem steht Jamaika Rum dabei. Bei dem steht gar nichts dabei. Also könnte man davon ausgehen, dass das eigentlich eine naturbelassene Mischung ist. Der Tabak ist sehr hell. Ich zeige euch das mal. Oh, helle Virginias und ab und zu so ein paar schwarze Brocken vom Black Cavendish in der Nase. Bisschen Virginia. Sehr süß. Und ja, so ein Hauch von vanillelastigen Früchtetee, was mich dann doch in die Richtung bestärkt, dass dieser Tabak vielleicht doch nicht so naturbelassen ist. Mir ist zumindest kein Virginia bekannt, der nach Früchtetee riecht. Süß ja, aber Früchtetee. Auf jeden Fall auch in der Nase sehr, sehr angenehm. Preislich sind die Hausmischungen alle top, da kann man gar nichts sagen. Preis-Leistung passt, man bekommt hier 100 Gramm, wo man dann bei einem normalen Hersteller, bei einer großen Marke irgendwie die Hälfte bekommt für denselben Preis. Also die 100 Gramm Dose liegt hier bei 12 Euro oder so. Also preislich voll okay, kann man gar nichts sagen. Auch von der Rauchbarkeit her sind sie gut, sie kommen nicht zu feucht. Ich habe den Tabak jetzt hier eine Stunde vorher liegen lassen draußen und ja, beladen durch diesen Loose Cut oder Mixed Cut lassen die sich auch ganz gut beladen und stopfen. Ja, ich würde sagen, genug gequatscht. Wir machen das Pfeifchen mal an und gucken mal, was uns so erwartet. Bin schon ganz durcheinander. Bis gleich.
Thema Hausmischung. Ich habe mit einem Freund darüber gesprochen und der sagt, Hausmischungen, lass generell die Finger davon, der Einzige, der was dran verdient, ist das Haus, weil die zahlen für ihren Tabak wenig, legen das in die Soße ein, die kostet auch nichts und dann verdienen sie damit einen Haufen Geld. Damit bin ich nicht ganz einverstanden, weil man dann schon mehr Arbeit reinsteckt. Also ich habe gefragt vor Ort und das ist ja nur das, was ich jetzt wiedergeben kann. Man sucht sich gezielt die Tabake aus. Ich habe auch gedacht, vielleicht bekommt man die einfach schon fix und fertig angeboten und sagt dann, ja, den nehme ich. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Man sucht sich gezielt Tabake aus und entscheidet, mit welchen Aromaten, womit man sie dann aromatisieren will quasi. Und der Laden, in dem ich war, der hat viele Stammkunden und die Stammkunden sind da aktiv mit beteiligt in dieser Auswahl zum Teil. Da werden dann Proben verschickt und dann wird um Feedback gebeten und die Proben, die am besten bei den Kunden ankamen, werden dann mit in den Bestand aufgenommen. Also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Die Tabaksorten werden manchmal mit Frauen zusammen ausgewählt, aber dahinter stecken immer die beiden größten deutschen Tabakproduzenten. Kann auch sein, dass das immer eine Mischung ist, also ein Blend aus den beiden. Die größten deutschen Tabakanbieter, die größten deutschen Firmen, bin mir sicher, ihr kennt die. Wie gesagt, seht es mir nach, wenn ich heute nicht so viele Namen nenne, weil ich einfach diesem Thema Hausmischung noch ein bisschen, ich weiß nicht genau, ich habe mir da noch keine finale Meinung dazu gebildet. Eins steht fest, man bekommt viel Tabak fürs Geld. Die Pfeife ist sensationell und auch Preis-Leistung ist ja sensationell. Da schaut euch am besten das Video an, das ich dazu gedreht habe. Das hat mich wirklich begeistert. Der Tabak lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Bei diesem süß- und vollreifen Tabak, den ich jetzt hier in der Pfeife habe, in dieser Hausmischung, süß in der Nase, definitiv ja. Im Geschmack erinnert er mich, in den ersten Zügen erinnert er mich immer so ein bisschen an, nicht falsch verstehen, schwache oder beziehungsweise milde Zigarren. Also eher eine Zigarre, was eigentlich bei total untypisch ist für Virginia und für Black Cavendish. Nach so ein paar Zügen kommt dann so ganz leicht der Virginia durch. Eins steht fest, in der Beschreibung habe ich vorhin vorgelesen, sehr mild im Rauch, das definitiv, ja. Da passt die Beschreibung zu 100%. Und während ich den so rauche, kommen diese leichten Anklänge, die mich vorhin so an Früchtetee erinnert haben, kommen jetzt so langsam wieder. Allerdings nur sehr wenig. Was mich persönlich dazu bringt, zu glauben, dass wenn er aromatisiert ist, dass das nur sehr leicht aromatisiert ist. In der Nase hätte ich mit wesentlich mehr gerechnet. In der Nase habe ich gedacht, ich sage euch warum. Die anderen beiden, einer davon zum Beispiel hieß Mandel-Orange-Zimt, den ich im Vorfeld schon probiert habe. Eigentlich gar nicht so meins, aber ich habe mir gedacht, komm, ich lasse mich mal davon überzeugen. Und der andere hieß, jetzt muss ich ihn finden. Aha, der andere hieß irgendwas mit Mango-Mischung, da ist es doch. Mango-Mischung exotisch, hört sich jetzt wirklich abgefahren an, aber den habe ich gekauft, da hat es draußen irgendwie 35 Grad gehabt, das war im Hochsommer und dann habe ich den auch geraucht im Sommer und das kam mir eine tolle Idee vor, obwohl ich Mango überhaupt nicht mag, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ist auch sowas, ne? Wenn du vor Hunderten von Tabaken stehst und dich durchriegst, irgendwann kaufst du halt auch mal was, wo du normalerweise sagen würdest, nope.
Außergewöhnlich exotische Mango-Mischung, harmonisch, leicht, weich, kühl im Rauch, hoher Anteil Black Cavendish, Burley und Virginia Crosscut. Das war so, ebenso für den Mandel-Orange-Zimt. Ich habe die geraucht. In der Nase gigantisch, in der Nase ganz tolle Tabake. Ich habe die geraucht. Die ersten zwei, drei Züge waren durchaus kräftig, aromatisch, viel Geschmack. Und dann auf einmal, die haben hier oben angefangen und sind schlagartig abgefallen. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht liegt das an mir. Vielleicht habe ich zu schnell geraucht, vielleicht habe ich zu heiß geraucht. Andere Pfeife ausprobiert, Tagesform, wirklich viel Zeit zwischen den einzelnen Zügen gelassen. Und kam immer wieder auf das gleiche Ergebnis. Nach einigen Zügen war das Aroma verflogen und was zurückblieb, war undefinierbarer Tabak. Da hat kein Tabak rausgestochen, da war ja kein Tabak irgendwie im Vordergrund, sondern es war einfach nur Tabak. Viel undefinierbarer Tabak, ohne jegliches Aroma. Und während ich bei so Spitzentabaks wie Semmelgauif oder wie die von HU, die HU-Tabakos, die sind ja auch zum Teil aromatisiert, Semmelgauif eher weniger, aber ich habe euch da mal auch einen Aromaten vorgestellt. Und da ist es so, wenn ich die Pfeife habe ausgehen lassen und ein klein wenig abkühlen lassen, nicht viel, 2-3 Minuten, 5 Minuten wieder angemacht habe, dann war dieses Aroma wieder da. Vielleicht nicht voll, aber Anklänge waren wieder da. Und wenn ich die sehr langsam geraucht habe, dann war ich in der Lage, dieses Aroma konstant bis ins letzte Drittel mitzunehmen. Bei den Hausmischungen ist mir das noch nicht gelungen. Nächste Frage an euch. Geht euch das genauso? Oder habe ich einfach nur Pech gehabt mit meiner Auswahl? Ist das bei anderen Hausmischungen aus anderen Städten auch so? Das würde mich wirklich brennend interessieren. Und auch dieser Tabak, muss ich sagen, lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Bin ich nicht ganz sicher, ob er aromatisiert ist oder nicht. Ich denke schon. Und ich bin jetzt so bei der Hälfte von der Pfeife angekommen ungefähr. Habe gerade eben noch mal so ein bisschen nachgefeuert. Hin und wieder blitzt mal wieder so ein bisschen der Virginia auf, aber auch wenn der aufblitzt, ist er nicht besonders intensiv oder nicht besonders hochwertig. Hochwertig ist nicht richtig, er ist bestimmt hochwertig, aber er ist jetzt nicht erstklassig. Das trifft es vielleicht besser. Ja, einfach nur so ein Standard-Tabak. Nichts, was einem für ewig in Erinnerung bleibt, nichts, worüber man schwärmt. Wie steht ihr denn zum Thema Hausmischungen? In meinem ersten Video zu Hausmischungen habe ich euch gefragt, ob die euch überhaupt interessieren. Manche haben gesagt, nö. Andere haben gesagt, doch, interessiert mich schon, weil man kann die heutzutage übers Internet deutschlandweit bestellen. Manche liefern scheinbar auch bis nach Österreich und die Schweiz. Schweiz bin ich mir nicht sicher. Österreich, Schweiz weiß ich nicht. Sieht es mir nach. Nachdem ich von diesem Tabak nicht schwärmen kann im Rauchverlauf, verrate ich euch nicht, wo ich ihn gekauft habe. Ich möchte keine Namen nennen. Ich hoffe, ihr versteht das. Wer mein anderes Video gesehen hat, weiß sowieso, wo er her ist. Ja, da war ich ein bisschen euphorisch bei dem ersten Video. Die Pfeife war so schön, war so günstig und die Tabake waren in der Nase so betörend, dass ich ein bisschen geschwärmt habe. Im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht ein bisschen voreilig. Denn so richtig vom Hocker gerissen hat mich bisher von den 5 Hausmischungen, die ich bekommen habe, keine. Ich habe jetzt 3 probiert. Die andere Dose, die habe ich euch damals auch vorgestellt, direkt in einem Bourbon Whisky, die ist in der Nase so gigantisch, dass es... Da sticht der Bourbon richtig hervor, da ist süßes Karamell, da ist so ein bisschen diese Klebstoffnote, da ist so ein bisschen dieser klassische Bourbon-Charakter vorhanden. Darum habe ich mir davon gleich die 100-Gramm-Dose gekauft. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, sie aufzumachen, weil ich dann auch die Befürchtung habe, dass es mir geht wie bei den Proben, dass ich sage, ganz nett, aber nicht toll.
Na, darum lasse ich sie vorerst noch ein bisschen zu. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Würde mich wirklich brennend interessieren. Hausmischung gewinnt wirklich immer bloß das Haus, welches es verkauft hat? Oder sind bei manchen wirklich Schätze dabei, die man nur finden muss? Habe ich vielleicht mit den Mischungen, die ich mir ausgesucht habe, Pech gehabt? Ich wiederhole, ich bin ja in den Laden rein und habe gesagt, ich suche höchst Aromaten, ich suche starke Aromaten. Den ich heute vorgestellt habe, der passt da nicht so ganz rein. Der ist in der Nase angenehm, aber nicht extrem aromatisch. Und auch im Rauchverlauf habe ich jetzt keine extreme Aromatisierung wahrgenommen. Schreibt mir eure Meinung, schreibt mir eure Erfahrungen. Ich würde wirklich sie gerne hören und wissen. Ich für meinen Teil werde mir so schnell keine Hausmischungen mehr kaufen. Ich bleibe bei namenhaften Herstellern. Das hört sich jetzt blöd an, aber in, sagen wir mal, 90% der Fälle weiß man, was man hat. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich wie immer über ein Abo. Und ich freue mich am allermeisten, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet hier bei Smoking Drams. Bis dahin, macht's gut. Ciao.